Hey Compadres, was geht? Krypto-Ghost am Start und hat ein neues Video für euch parat. Seit langem haben wir kein Video mehr zu XRP gemacht. Heute folgt meine Update zu unseren Lieblingscoin. Mal schauen, was sich Neues getan hat. Hat sich das Kindergartenverhalten von der SEC mittlerweile gelegt? Sind wir so weit, dass die SEC die Seife fallen lässt? Oder versucht die SEC weiterhin die ganze Sache wieder aufzuschieben? Die SEC kennt anscheinend den deutschen Spruch nicht. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Sollte euch das interessieren, dann bleibt gerne dran und zieht euch mein Video bis zum Ende durch. Freunde, nehmt den Algo-Hops mit Kommentaren, gebt dem Video ein Like und mir ein Abo. Der Glocke eine Schelle, dass sie schellt wie in der Kirche. Jetzt holt schon mal Popcorn, denn jetzt kommt das Intro. Compadres, Muchachos, Freunde, Investoren und Investorinnen, kommen wir zum Videoinhalt. Diejenigen, die nicht wissen, worum es in der Anklage geht, die habe ich mehrere Videos gemacht. Haut euch auf meinem Kanal die Videos an, die ich zu XRP gemacht habe. Aber am besten erst dann, wenn ihr dieses Video zu Ende geguckt habt. Ein Video verlinke ich euch dazu oben in die Ecke. Kurz zusammengefasst geht es darum, dass die SEC dem Unternehmen Ripple vorwirft, mit Wertpapieren zu handeln, ohne dafür den Freifahrtschein von der amerikanischen Aufsichtsbehörde zu haben. Ripple bestreitet das Ganze und sieht XRP nicht als Wertpapier, sondern als Kryptowährung. That's it. Seit 15 Monaten läuft dieser elendige Teufelskreis und es hat gefühlt kein Ende, weil die SEC sich nicht an Terminen hält und es aufgrund dessen immer wieder aufgeschoben werden muss. Vor ein paar Tagen wurde bekannt gegeben, dass die SEC es endlich auf die Kette bekommen hat, die Dokumente vorzulegen, die Ripple seit Ewigkeiten von der SEC verlangt. Bei diesen Dokumenten handelt es sich um interne Dokumente der SEC, die als starkes Beweismittel dienen sollen. Zu den Inhalten der Dokumente kommen wir jetzt. Diese wurden von Empower Oversight, Whistleblowers and Research, welch eine gemeinnützige, unparteiische Bildungsorganisation, die sich der Verbesserung der unabhängigen Aufsicht über Fehlverhalten von Regierungen und Unternehmen verschrieben hat. Empower arbeitet daran, Insidern zu helfen, Korruption zu dokumentieren und den zuständigen Behörden zu melden und versucht gleichzeitig, die Behörden zur Rechenschaft zu ziehen. Genau von denen wurden einige Dokumente veröffentlicht. Nun hat Empower Oversight Dokumente erhalten, die potenzielle Interessenkonflikte bei Kryptowährungen innerhalb der SEC beleuchten. Und dreimal dürft ihr raten, worum es sich bei den Dokumenten handelt. Genau. Um den E-Mail-Verkehr von Hinman. Seit Ewigkeiten hat man versucht daran zu kommen und bat die SEC darum, diese vorzulegen. Jetzt sind diese endlich da. Die Dokumente weisen vor, dass das SEC-Ethikbüro den ehemaligen SEC-Beamten William Hinman davor gewarnt hat, dass er ein direktes finanzielles Interesse an Simpson Thatcher hat und er sich daher von allen Angelegenheiten zurückhalten muss, die die Firma betreffen würden. Das Ethikbüro hat laut den Dokumenten Hinman auch davor ausdrücklich gewarnt, in irgendeiner Weise mit Simpson und Thatcher, seinen alten Arbeitgeber, in Kontakt zu kommen. Hinman dachte sich I don't give a fuck und hat nach diesen ausdrücklichen Warnungen sich trotzdem mindestens dreimal mit Josh Bonney, einem Partner von Simpson Thatcher, getroffen. Das Ganze fand also illegal statt. Auch hatte sich Hinman mit den Mitbegründern und Investoren von Ethereum vor einer marktbewegenden Rede, die er 2018 hielt, getroffen, wo er in seiner Rede erklärte, dass die Kryptowährung Ethereum kein Wertpapier sei. Trotz Simpson Thatchers Beteiligung an der Enterprise Ethereum Alliance, die sich der Förderung der kommerziellen Nutzung von Ethereum verschrieben hatte. In einer E-Mail vom 28. April 2017, die auch in den Dokumenten inbegriffen war, dass das Ethikbüro auch anmerkte, dass Gewinne, die vom Simpson Thatchers abstammen, nicht in die Rentenleistung von Hinman berechnet werden können. Hinman könne nicht von allen SEC-Vorteilen profitieren, die direkt der Firma zugutekommen würden, weil das zukünftige Interesse ausreicht, um sich eine volle finanzielle Beteiligung an der Firma zu verschaffen. In einer weiteren E-Mail vom 24. Januar 2018 hatte man Hinman erneut darauf hingewiesen und ermahnt: Wir glauben, dass Sie einen vollständigen finanziellen Konflikt mit Ihrer alten Firma Simpson Thatcher haben und das nicht unparteilich. Sie sollten keine Treffen mit Ihrer alten Firma haben und auch keine Gruppentreffen. Richtig kurios das Ganze. Empower Oversight hatte bereits im August 2021 seinen ersten Antrag bei der SEC eingereicht.
eingereicht, der sich auf potenzielle Interessenkonflikte auf Kryptos bezog. Die SEC hatte monatelang nicht reagiert. So reichte Empower Oversight eine weitere Klage im Dezember 2021 ein, um die Herausgabe der entsprechenden Dokumente zu erzwingen. Nach einem Monat reichte man noch eine weitere Anfrage bei der SEC ein, nachdem diese fälschlicherweise behauptete, dass es keine Aufzeichnungen zu einigen Punkten der ursprünglichen Anfrage von Empower Oversight gäbe. Letzten Monat gab die SEC dann aber über 1000 Seiten an Empower ab. Davon waren viele Seiten leer, sehr unprofessionell und das von einer Behörde. Die ganze Story ist komplett kurios. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Hinman gab Ethereum den Freifahrtschein und der Beweis liegt auch vor. SEC wirft vor, dass XRP ein Wertpapier ist und Ripple bestreitet das und sieht XRP als Kryptowährung. Darüber hinaus müsste man XRP genauso wie Ethereum behandeln. Also wäre laut Hinmans Aussagen der damalige Direktor von der SEC auch XRP eine Kryptowährung. Ja dann, gute Nacht, Freunde. Der ganze Witz an der Sache, William Hinman arbeitet zurzeit wieder bei der Firma Simpson & Thacher. Sehr spannend, was sich jetzt ergeben wird. Wie wird die Richterin handeln? Hat Ripple bereits gewonnen? Alles steht noch in den Sternen. Ob Ripple davon profitieren könne, steht offen. Allerdings hat dieses Ganze einen Haken. Die SEC wird zwar die verlangten Dokumente vorlegen, jedoch sollen einige Abschnitte in den Dokumenten geschwärzt werden. Jetzt könnte selbstverständlich die SEC arglistig einfach wichtige Phrasen aus dem Dokument schwärzen, um seinen Hintern zu retten, und Ripple steht am Ende mit leeren Händen da. So wie man die SEC mittlerweile aus den Medien kennt, wäre das jetzt nicht eine Überraschung. Man bedenke, dass die SEC eine Regierungsbehörde ist. Die dürfen auf keinen Fall verlieren. Das ist klar. Nice wäre es natürlich, wenn sie verlieren. Das könnte selbstverständlich den Preis von XRP in eine andere Galaxie katapultieren. Viele Rechtsberater und amerikanische Anwälte gehen auch davon aus, dass es sehr wahrscheinlich so kommen wird. Ganz spannend die ganze Geschichte auf jeden Fall. Aber was meiner Meinung nach mal endlich ein Ende finden soll. Sonst fühle ich mich dazu gezwungen, da einzugreifen. Dann gibt es keinen Spaß mehr und ich nehme dann beide Hops. So viel zur Anklage. Trotz dem ganzen eben erwähnten Kindergarten gibt es trotzdem sehr gute News. Lassen wir mal die ganzen Partnerschaften, die Ripple während der Anklage abschließen konnte, außen vor. Auch andere gute Nachrichten kamen ans Tageslicht. So machte gestern folgende Nachricht Schlagzeilen. Ripple. XRP will NFTs implementieren. Ripple schlägt ein neues Update vor, mit dem NFTs nativ auf den Blockchain unterstützt werden können. Mit dem Update sollen die Funktionalitäten von NFTs integriert werden. Dadurch findet ein Update im Protokoll des XRP-Ledgers statt. Die neue Version 1.9.0 des Ledgers unterstützt somit die Funktion von den NFTs. Dato heute ist die Ethereum-Blockchain so gesehen der Vorreiter und Boss aller Bosse, was als erste Anlaufstelle für NFTs gilt. Aber mittlerweile zieht die Konkurrenz wie Solana und Polygon auch auf dieses Schlachtfeld und ist, was den Kostenaspekt angeht, Ethereum um Weiten überlegen. Jetzt zieht auch XRP in diesen Krieg und will sich in dieser Sparte etablieren. Wer sich mit Ripple und XRP bereits auseinandergesetzt hat, weiß auch, dass XRP bereits mit dem Standard XLS 20D bereits die Funktion mit den NFTs verfügte. Aber das angekündigte neue Standard XLS 20 wird auf jeden Fall den ganzen Prozess verbessern. Das Update XLS 20 soll aber auch über weitere Funktionen verfügen, die notwendig sind für Mehrzweckanwendungen im NFT-Bereich. Nun verfügt Ripple neben den schnellen Transaktionen, welches die Hauptfunktion von XRP ist, auch über Non-Fungible Tokens oder kurz gesagt NFTs. Ripple kann mit dem XRP Coin 1500 Transaktionen absolvieren und ist im Gegensatz zu Bitcoin, welches nur 7 Transaktionen schafft zu tätigen, und Ethereum, die nur 15 Transaktionen pro Sekunde absolvieren kann, viel schneller. Visa ist jedoch Ripple um Weiten überlegen und schafft laut eigenen Angaben 65.000 pro Sekunde, obwohl es effektiv jedoch nur 2.000 sein sollen. So viel zu XRP mit dem neuen Update und seinen Funktionen. Kommen wir zu einer weiteren Nachricht, die vor paar Tagen Schlagzeilen gemacht hatte. XRP zielt mit einem Angriff auf die Konkurrenz, die auf dem Proof-of-Work-Mechanismus basieren, wie Bitcoin und Ethereum. Der Hintergrund sei, dass Ripple-Gründer Chris Larsen eine Kampagne unter dem Namen
Change the Code, Not the Climate mit der Umweltorganisation Greenpeace USA startete. Für diese Kampagne blätterte der Gründer runde 5 Millionen US-Dollar alleine für das Marketing hin. Die Kampagne zielt darauf ab, dass sich der Finanz- und Kryptosektor eher für das Proof-of-Stake-Mechanismus einsetzen soll und nicht für das Proof-of-Work, was bei Bitcoin betrieben wird und derzeitig auch noch bei Ethereum der Fall ist, solange nicht Ethereum 2.0 an den Start geht. Da das Proof-of-Work-Mechanismus halt der Umwelt schaden soll, weil es einfach zu viel Strom verbraucht. Viel Kritik gab es aus der Kryptowelt dazu und man warf Chris Larsen vor, dass er hierdurch die Konkurrenz angreifen wolle, um den XRP-Coin wieder ins Rampenlicht zu stellen und auf Vordermann zu bringen. Da es seit der Anklage im Ranking immer weiter abrutschte, was die Marktkapitalisierung angeht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist XRP auf Rang 6 nach Market Cap. Einst war XRP mal auf Rank 2 vor Ethereum, wenn ich mich recht erinnere. Das ist aber seitdem große Konkurrenten dazugekommen sind bereits Geschichte. Mittlerweile liefert auch die Konkurrenz halt stark ab und ist unter die Top 10 der Kryptowährung gelandet. Zum Beispiel Solana oder der Shitcoin Dogecoin, wie auch immer meine Meinung. Chris Larsen nahm die ganze Kritik gelassen auf und meinte, seine Intention wäre es nicht, dem Bitcoin zu schaden. Wenn er dem Bitcoin schaden wolle, dann müsse er erst gar nichts dafür tun. So viel dazu zu XRP mit Chris Larsen und seiner neuen Kampagne mit Greenpeace USA. Freunde, das war es jetzt mit XRP. Freunde, ich wollte euch meinen neuen Partner BingX vorschlagen. Es handelt sich hier um eine noch nicht so alte Krypto-Exchange. Falls ihr auf der Suche nach einer neuen Exchange seid, dann schaut euch gerne BingX an. BingX hat viele Coins, die noch nicht so lange auf dem Markt sind. Abgesehen davon könnt ihr dort Social Trading betreiben und erfahrenen Tradern folgen und kopieren. Was gar nicht mal so schlecht ist für Anfänger. Wenn ihr euch mit meinem Code anmelden solltet, bekommt ihr 10% auf die Gas-Fees. Den Code dazu gebe ich euch in der Beschreibung bekannt. Macht euch gerne ein eigenes Bild. Schaut auch gerne bei mir auf Insta vorbei und lässt auch da ein Abo da für Q&A. In Zukunft wird es wahrscheinlich dort auch das ein oder andere Gewinnspiel geben. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Freunde, es wird die Tage auf jeden Fall mehr Videos folgen, da ich zurzeit Urlaub habe. Ich hatte die letzte Zeit nicht mehr so viele Videos machen können, weil es einfach zeitlich nicht geklappt hat. Ich werde auf jeden Fall aktiver werden und euch mit neuen Videos beliefern. Auch weitere Coin-Vorstellungen werden noch folgen. Ich versuche so viele wie möglich zu präsentieren unter der Voraussetzung, das Ding macht Sinn und liefert was ab. Seid nicht sauer, wenn ich auf einige Coins nicht eingehen werde. Ich versuche das Beste rauszuholen. Ach ja, ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu erklären. Sollten es Defizite bei der Erklärung geben, dann ist das nicht beabsichtigt. So Muchachos und Amigas, das war mein Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich gerne durch ein Like wissen und nehmt den Algo-Hops mit Kommentaren. Was hält ihr von XRP? Was denkt ihr, wann die Klage ausgehen wird und wie sie ausgehen wird? Wird Ripple gewinnen? Fragen über Fragen. Gebt mir auch ein Abo und der Glocke eine Schelle, damit sie schellt wie in der Kirche und nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Hasta la vista, compadres. Ciao.